Weil wir alle Riesenfans von Francis Ford Coppolas Der Pate-Trilogie sind, machen wir euch heute ein Angebot, das ihr hoffentlich nicht ablehnen könnt. Wir reden über The Offer auf Paramount Plus. Wann geht Luther wieder los? Wann geht Luther wieder los? Ich glaube, jetzt irgendwann im Ende März, Anfang April kommt dieser Second. Auf Netflix dann? Ja, ja. Irgendwas mit Sun. Ich weiß nicht mehr genau den genauen Titel. Irgendwas mit Sun. Hm. Ich habe auch schon Screener angefragt. Also, wenn ich den habe. Oh ja, da sag mal gern Bescheid. Treffen wir uns gerne und dann gucken wir uns den an. Und falls ich eben ein bisschen zugekniffen geguckt habe, dann liegt es an dem Strahler da oben, der mir ein bisschen sehr in die Augen geblendet hat. Aber trotzdem heiße ich euch allerherzlich willkommen zu einer neuen Folge Butter Binge. Erstmal die wichtigen Dinge klären. Und jetzt kommen wir zu den unwichtigen Dingen, nämlich zu meinen beiden Gästen. Nein, natürlich kommen wir zum Allerwichtigsten hier. Leo und Andy sind heute mit mir hier im Studio, denn wir wollen über etwas reden, was für... Weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei uns beiden war eigentlich die stand nie zur Debatte, sich da mal auf jeden Fall mal ein paar Folgen reinzuziehen. Denn wir sind alle große Fans von Der Pate. Teil 1 und 2 auf jeden Fall. Ich mag aber auch Teil 3. Ich mag Teil 3 auch. Ja, vor allem in der neuen Fassung, muss ich sagen, diese Coda-Fassung macht einiges besser, meiner Ansicht nach. Aber ja, ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus? Ich habe den dritten Teil nicht gesehen, weil ich so viel Schlechtes gehört habe und mich die ersten zwei wollte ich mir nicht versauen lassen. Und dann, ja. Ja, wie gesagt, durch diese neue Fassung, diese Coda-Fassung, ja, kriegt der Film eigentlich doch mehr von dem Charakter, den er eigentlich haben sollte, nämlich nicht so einen Anhang. Okay. Ja, also das sollte ja nie der große finale Teil irgendwie sein, sondern einfach nur nochmal eine Geschichte bis zum angekündigten Tod. So, ne? Ja. Aber das wurde halt aufgrund diverser Probleme. Ja. Wurde das halt nicht so, wie es sein sollte. Und dann wurde auch wieder umgeschnitten und was weiß ich noch alles so. Und ja, ist aber keine Seltenheit bei diesem Film, wie wir jetzt anhand der Serie The Offer festgestellt haben, die jetzt schon seit... Ach nee, das erzähle ich nicht. Wir haben ja eine schöne Matz. Bitteschön. Als Al Ruddy, gespielt von Miles Teller, das einmalige Angebot bekommt, den Bestsellerroman The Godfather zu verfilmen, ahnt er noch nicht, welchen Erfolg der Film später haben soll und vor welche Schwierigkeiten er ihn stellen wird. Im Dokudrama The Offer sehen wir, wie der Filmproduzent nicht nur gegen niedrige Budgets, sondern eine ganze Bewegung Italoamerikaner, einen echten Mafia-Boss und Paramount selbst ankämpfen muss. Denn die Produktionsfirma war zunächst kein Fan von Al Pacino, hier verkörpert von Anthony Ippolito. Welche anderen Stars es in den Cast der Paramount-Plus-Serie geschafft haben, könnt ihr in insgesamt 10 Folgen bestaunen. Die Serie erschien bereits im April letzten Jahres und ist seit Dezember endlich in Deutschland verfügbar. Ob sich das Streaming-Abo dafür lohnt oder ob ihr lieber nochmal die Der Pate-DVDs aus dem Schrank kramen solltet, erfahrt ihr jetzt. Also so wie gesagt, egal ob ihr euch ein Paramount Plus-Abo holt oder nicht, wenn ihr die Serie gesehen habt, habt ihr auf jeden Fall Bock auf Der Pate. Also zumindest so sieht's bei mir aus. Ich glaube, ich habe mir tatsächlich auch danach nochmal die Paten angeguckt. Siehste? Nach der Serie. Also die Lust ist einfach, die wird sehr durch diese Serie gesteigert, meiner Ansicht. Ja, total. Ja. Vor allem, wenn du so jemanden hast, der wirklich genauso redet und so aussieht wie Coppola zu dem Zeitpunkt. Ey, Dan Fogler, ich sag, wirklich ein Glück. Die ersten drei Folgen, wenn Dan Fogler da sitzt und erzählt, this is a film about America, it's about American capitalism and the first sentence is, I love America. Und also, okay, he's the right one. Ja, aber auch, wenn er da am Ende mit seinem, was ist das, orange oder lachsfarbenen Anzug da steht, ja, bei der Premiere so, das ist, also wirklich, ich habe jetzt noch mal Bilder gesehen von ihm und Puzo, wie sie nebeneinander am Set sind bei irgendwelchen Besprechungen. Das ist also wirklich, auch Puzo, muss ich sagen, den haben sie gut gecastet. Wo war der Mann noch vorher? Ja. Der war noch bei irgendwas, aber Irishman. Bei The Irishman hat er mitgespielt. Also der war auf jeden Fall, die beiden sind ein richtiger Casting-Glücksgriff. Ja, Miles Teller
Ist schmeichelhaft, würde ich sagen. Ja. Das habe ich mir auch gedacht. Schmeichelhaft ist ein sehr vorsichtiges Wort. Naja, aber wenn du jetzt mal den originalen El Ruddy anguckst und dann siehst du. Ja, aber Teller ist doch auch Producer, Produzent von der Serie, oder nicht? Das ist auch wieder eine der Serien, wo der Hauptdarsteller mit drin hängt. Und dann hat es einen komischen oder einen etwas komischen. El Ruddy ist vor allem auch. Ja, El Ruddy selbst. Ja, siehst du mal. Natürlich, und das merkst du auch, dass der sich halt als geilen Typ darstellen will. Aber. Und da sollten wir vielleicht einmal vorab schon mal vielleicht, weil auch hier in der Matz der Begriff Dokudrama, ich weiß gar nicht, ist dieser Begriff Dokudrama? Offiziell? Ja, ja. Was? Ist der Begriff offiziell? Wurde das irgendwo schon so genannt, Mel? Ich hab's so gelesen. Ja? Ist ja keine Doku. Also, da muss man vielleicht mal kurz das ein bisschen richtig einordnen. Denn, sind wir ehrlich, es ist nicht so wirklich hundertprozentig die Entstehungsgeschichte des Paten, sondern es ist halt eher so, naja, die Zeit der Entstehung des Paten aus der Sicht von El Ruddy. Es ist eigentlich El Ruddys Erfolgsstory. Es ist eigentlich El Ruddys Geschichte. Ein Biopic, Weil auch, ne, mit was macht er davor und wo kommt er am Ende und so. Wo kommt er her? Wie kam es dazu, dass er überhaupt ins Filmgeschäft eingestiegen ist oder beziehungsweise ins Fernsehgeschäft? Er war ja der Produzent von Ein Käfig voller Helden. Mhm. Hogan's Heroes heißt. Das war sein Pitch auch, oder? Das war sein Pitch. Also zumindest in der Serie. Sieht man da. Ja. Und, sagen, genau. Und die Dreharbeiten von der Pate, wenn es dann mal irgendwann losgeht, finden eigentlich eher so abseits im Off eher statt. Also man sieht jetzt nicht so viel an einzelnen Szenen, die gedreht werden. Aber dafür hast du halt diese Behind-the-Scenes-Momente, wenn dann gewisse Personen auf der Straße am Set zusammengeschlagen werden vor der Kamera. Und dann sagt irgendwer, guck mal, jetzt greift er den Knüppel auch noch. Jetzt haut er mit Knüppel drauf. Oh, ich mag den Knüppel. Ich mag den Knüppel, weil sie den Typen alle nicht mögen. Aber auch eine geile Szene. Also ich glaube, ich musste schon sehr lachen. Ich musste schon sehr lachen. Ja. Aber wenn man sich eine allzu genaue Rekonstruktion oder so gesehen ein Biopic zur Entstehung von der Pate erhofft, ist man, glaube ich, mit The Offer nicht richtig. Also das erfüllt nicht ganz die Erwartungen, meiner Ansicht nach. Ich finde auch schon. Warum nicht? Naja, weil es, wie gesagt, eher El Ruddys Geschichte ist, wie er, sag ich mal, aufgestiegen ist und welche Hürden er wirklich, wie viele Hürden er bewältigt hat, um eben diesen Film wahr werden zu lassen. Was in dem Film oder während des Drehs unbedingt so passiert, muss man ja wirklich sagen, nimmt nicht so viel Platz ein in den zehn Folgen. Ich finde schon. Ich meine, es geht ja die ganze Zeit darum, dass es ständig Widerstände gibt, ob es jetzt die Mafia ist, ob es die Gewerkschaft ist, ob es das eigentlich Filmstudio ist, irgendwelche Konkurrenten und so. Ja, aber das ist ja nicht der eigentliche Dreh. Ne? Also ja, aber guck mal, für mein Gefühl sind das ungefähr 3 Folgen Vorbereitung und dann drehen sie locker 4, 5 Folgen bis kurz vor Ende. Ja, aber man sieht halt nicht so, also ich finde halt im Verhältnis gesehen, siehst du nicht so viel am Set, sondern da gibt's ja, wie gesagt, wie du auch schon eben gesagt hast, genug Nebenkriegsschauplätze. Aber wäre das so spannend, jetzt das Zeug am Set zu sehen? Also ich fand das ein bisschen spannender quasi, zum Beispiel die Al Pacino, wie es dazu kam oder nicht kam, wie es beinahe hätte laufen können, weil Al Pacino wollte ja mitmachen, durfte dann nicht, dann kriegt er einen Vertrag woanders, dann kommt er da nicht raus und dann muss El Ruddy helfen, ihn da aus dem alten Vertrag rauszubekommen. So ein bisschen wie bei Entourage in jeder Folge. Ja, und ich fand eigentlich dieses Drumherum, wird Paramount verkauft, wird Paramount nicht verkauft. Ich frag mich, ob das für den normalen Zuschauer so spannend ist, weil das schon sehr so sehr detailliertes Business-Zeug ist. Aber mir hat es eigentlich ganz gut getaugt. Wenn das Publikum das nicht mögen würde, hätte es nicht von Entourage 8 Staffeln gegeben oder 7. Ja, ich muss auch sagen, weil also das ist ja das gleiche in Grün letzten Endes. Ja, diese ganzen Vorgeplänkel, so, weißt du, der ganze Weg, bis mal endlich die erste Klappe fällt, den fand ich fast schon spannender, als eben zu sehen, okay, bei der Szene hatten sie das Problem, dass er, einen Berg von Geschenken trägt, die ihn halt kleiner lassen werden. Das ist zwar cool, das ist zwar schön, aber ich muss auch sagen, so dieser ganze Aufgalopp, bis überhaupt mal so ein Film zustande kommt, mit Optionen und Gegenoptionen und Abwägen und wen nehmen wir als Regisseur und kann der Regisseur nicht? Ja, dann nehmen wir vielleicht den Regisseur oder wir lassen es ganz bleiben und so. Ja, also das fand ich auch deutlich spannender als eben, ja, diese Drehgeschichten, weil, sind wir ehrlich, wie oft hast du der Pate gesehen? Unzählbar. Ja, ne? Und das Ding ist, ich habe der Pate schon so oft gesehen, dass ich eigentlich konsequent immer den Audiokommentar von Francis Ford Coppola als Untertitel mitlaufen lasse, um mir halt nochmal diese ganzen Anekdoten da reinzuziehen. So. Also da sind schon so viele Sachen, die man halt von vornherein ja fast auch als Filmfan oder beziehungsweise Fan von der Pate kennt,
dass ich halt eher diese Sachen, die so im Vorfeld stattgefunden haben, deutlich spannender fand. Ja, auf jeden Fall. Ja, also deshalb finde ich es ja eigentlich auch ganz gut, dass die jetzt nicht so viel von dem eigentlichen. Genau. Ja, genau. Das ist ja trotzdem so Making-of letzten Endes. Ja, finde ich. Ja. Aber muss ja nicht unbedingt direkt am Set stehen. Reicht ja, wenn die drei Räume weiterstehen und sich darüber streiten, wie sie die nächste Szene umsetzen oder nicht. Aber sagen wir so, wenn man sich mal jetzt zum Vergleich, nur mal zum Vergleich, auch wenn er vielleicht nicht der allzu beste Vergleich ist, wenn man sich jetzt mal Heart of Darkness anguckt zu Apocalypse Now, da ist ja Coppola zum Beispiel einfach der Fokus im ganzen Ding. Ja. Und hier ist es halt El Ruddy und alle anderen werden so ein bisschen an die Seite gedrängt, beziehungsweise immer nur diejenigen, die ihm gerade helfen oder die wichtig sind für irgendwelche Entscheidungen oder für irgendwelche, weiß ich nicht, Prozesse, die werden dann halt nochmal näher beleuchtet. Plus diese Seite der Juno Temple-Dame. Ja, diese, ja, Juno ohne Temple. Die hätte es den Film, also ohne die Figur hätte es ihn wahrscheinlich auch niemals gegeben. Und da bin ich ein bisschen, frage ich mich auch, ob das alles, was können wir alles glauben, Können wir alles glauben, was nicht. Aber erstmal so, wie hat es euch generell gefallen? Also ich finde, es startet stark. Und eigentlich würde ich auch sagen, ist okay, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Als Filmfan sowieso, als Fan von der Pate muss man es auch gesehen haben, finde ich. Es startet aber stärker, als wie es endet. Also ich fand, es flacht ab. Und zwischendurch wird es so ein bisschen Case of the Week-mäßig, weil immer quasi jetzt, okay, der Drehort ist weg. Wie lösen wir dieses Problem? Da kommt Juno Temple zu El Ruddy und sagt, Ruddy, we got a problem. Und dann, weiß ich nicht, irgendwie die Liga der Italiener regt sich schon wieder auf und so. Die Liga der dänischen Gentlemen. Ja, genau. Und dann muss El Ruddy das halt lösen, dieses Problem. So. Oder dann kommt der Colin Hanks-Charakter und sagt, nee, das machen wir alles ganz anders und so weiter. Und so ein bisschen, das fand ich dann so ein bisschen ermüdend. Das wird auch aufgegriffen. Irgendwann in der 8. oder 7. Folge sagt El Ruddy auch, oh, what we got now oder irgendwie sowas. Und dann nimmt es ein versöhnliches Ende so. Aber ich finde eben auch, dieses ganze Vorgeplänkel finde ich mega stark. Ich fand mit eins der spannendsten Dinger, weil es so banal ist, aber so gut zeigt, was so ein, wie dieses Kunst- und Business-Ding ist, wo es um das Filmplakat geht. Wo es darum geht, wie soll das Filmplakat ausschauen? Wo dieser Colin Hanks-Charakter irgendwie sagt, nee, das muss so und so. Und dann sagt Coppola, nee, lass es doch bitte dezent und so, wie's Cover, das kennen die Leute und so. Nee, das verkauft sich nicht und so. Immer diese zwei Stränge, was man. Wie heißt der? Lapidus? Welcome. Lapidus, glaube ich, ne? Ja. Lapidus. Barry Lapidus. Ja, der, also die Figur, muss ich auch sagen, ich dachte noch so, warum soll ich mir das eigentlich wirklich über die ganze Distanz angucken? 10 Folgen, sag ich mal 45 bis 60 Minuten sind schon eine Menge Holz. Ich glaube, insgesamt 600 Minuten hat die Serie. Wir wissen doch eh. Ja. Das habe ich mir auch gedacht. Die Frage ist ja nur das Wie. Das ja, genau. Wir wissen der nicht allererste wie. Gedanke, den ich hatte, als ich gehört habe, dass das kommen soll, habe ich mir so gedacht, hey, warum? So. Aber dann merkt man schon, okay, ja, verstehe, warum ihr das machen wolltet. So, weil da ja tatsächlich diese Mafia-Geschichte da auch drinsteckt. So. Mhm. Das fand ich dann wieder spannend. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, dann könnt ihr das schon erzählen. Wurde schon blöderes Zeug erzählt, so ungefähr. Also, ja. Ich hatte die Befürchtung, weil Juno Temple zum Beispiel, ja, die Figur von Juno Temple ist so eine Figur, ja, man sieht, dass sie es wirklich gegeben hat. Also sie war wirklich Teil der Produktion, verstehe ich auch schon. Aber ich kannte sie bislang nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, ob du die. Ich habe auch sie danach mich. Also wie gesagt, ich muss dazu sagen, das ist 8 Monate her, dass ich die Serie an einem Tag gesehen habe. Ja? Ja. Deswegen habe ich damals auch so viel darüber geredet. Ja, ja. Aber also ich habe mich auch versucht reinzulesen bei ihr. Welche Seite nutzt du denn, um zu vergleichen, was ist an einem Film? Boah, ich habe einfach History versus Fiction bei Google oder so eingegeben. Ich guck seit, ich glaube, 10 Jahren auf History versus Hollywood, nee, History versus Hollywood, wo sie dann genau diese Fragen, ist sie wirklich das, hat er wirklich das gesagt, hat der wirklich den gehauen und so. Das macht immer ganz viel Spaß. Aber ich habe mich da auch erstmal reinlesen müssen und ich weiß nicht mehr, was sie danach gemacht hat. Was sie ist danach wohl, also sie ist ja wirklich Agentin danach geworden. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, war sie vor allem auch Agentin von Tom Selleck bis zu ihrem Tod. Mhm. So. Aber viel mehr habe ich von der Frau auch nie mitbekommen. Ne? Also wirklich, ich habe keine Ahnung, ich hatte keine Ahnung, dass die existiert. In der Serie wird sie als die absolute Überfrau dargestellt, die alles kann und bestens vernetzt ist und immer ruhig bleibt und immer den Überblick. Ja. Und ich wollte mir halt noch nicht während der Serie so viel Hintergrundwissen irgendwie reinlesen nochmal, um zu gucken, ob das alles wirklich stimmt. Ne? Die Figuren, den Chef von Gulf Western, den Blue Dorn, zum Beispiel. Ich wollte Even Peters, so ich kannte den Namen, aber ich wollte jetzt nicht so viel
irgendwie schon vorab mir reinlesen, um dann später zu gucken, das stimmt aber nicht. Das haben sie jetzt aber hier schon ein bisschen angedichtet und so weiter und so fort. Und bei ihr war ich auch so, habe ich gedacht, komm, guckst es dir erstmal an. Aber wenn du sie siehst und wenn du das alles so siehst, was sie erzählt und was sie weiß vor allem, ja, da hatte ich am Anfang echt schon so zwei Befürchtungen. Zum einen, dass Juno Temple so eine Figur ist, die, ja, wie soll man sagen, die mit der Stimme des Wissen-Nerds spricht. Also mit jemand, also die Stimme von jemandem, der weiß, dass der Pate ein riesengroßer Erfolg war, dass der so viele, also dass der die Oscars bekommen hat, dass diese Geschichte halt schon problematisch war, dass der und der und der Typ irgendwie die und die Eigenheiten hatten, so, ne? Also, kennst du diesen Hitchcock-Film mit Anthony Hopkins? Welchen? Der Hitchcock-Film mit Anthony Hopkins? Hitchcock, heißt der. Ach so, der Hitchcock über Hitchcock. Ja, ja, über Hitchcock. Ja. Ja. Und da auch, da sind ja so viele Sachen, die werden da thematisiert, die zu dem damaligen Zeitpunkt ja überhaupt keinen, also nicht so, sag ich mal, eine Bedeutung hatten, wie sie es inzwischen haben. Zum Beispiel die erste Toilettenspülung oder sonst irgendwas so, ja. Und ich hatte bei Juno Temple immer so ein bisschen die Befürchtung, das ist die Stimme, die vom Jetzt auf das damalige Geschehen draufblickt und erzählt und kommentiert so. Also sie ist so ein eher so ein Meta-Charakter, wie zum Beispiel diese Physikerin, glaube ich, bei Tschernobyl, ja. Genau. So, das soll ja der Colin Hanks eher sein. Ja. Ja. Also die zusammengefasste. Ja, genau. Ein zusammengefasster Nörgler. Genau. Quasi. So ein also so ein Sammelsurium aus mehreren Einflüssen, aus mehreren Menschen, aus mehreren beteiligten Kräften so. Und dann kommen natürlich halt auch diese ganzen, wir haben hier eine Geschichte aus den 70ern, oder Ende 70er, Ende Anfang 60er, 70, ja. Anfang 70er, dass natürlich da auch noch mal so ein bisschen Female Empowerment und da, sag ich mal, das Sprachrohr, um gewisse Dinge zu verbalisieren, die damals einfach falsch gelaufen sind. Da hatte ich so die Angst davor, dass Juno Temple. Ich hab das überhaupt nicht gespürt, ehrlich gesagt. Ja, wie gesagt, für mich kam. Ich kenne solche, aber vielleicht auch, weil ich solche Producerinnen persönlich kenne, die genauso sind. Also aber auch zu dem damaligen Zeitpunkt? Das kann ich nicht unterschreiben, Daniel. Ja. Das aber ist also die Sache, weil die wirkte halt für mich ein bisschen zu tough, zu aufgeklärt. Nee, komm, ich finde, sie ging noch. Ich finde, Miles Teller ist echt schwieriger. Ich finde wirklich, die haben ihn zum absoluten positivsten, überzeugendsten, ritterlichsten, smartesten, selbstbewusstesten. Also alles, was du denkst, hat er überhaupt noch einen Fehler, der Typ? Mich hat er ein bisschen genervt. Und wie gesagt, wenn man weiß, dass er da auch selber mit drin hängt, hat es ein Geschmäckle. Um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe es ziemlich genauso empfunden wie du, fast sogar noch ein bisschen extremer. Also ich habe das geguckt, ich habe vor 2 Jahren davon gehört und dachte so, oh, das hört sich sehr gut an, da habe ich schon mal Lust drauf. Und als es rauskam, dachte ich, guck ich mal rein und weil ich auch nicht viel darüber wusste, ich dachte, gib dem mal eine Chance. Und ich fand, das Team hörte sich spannend an. Und dann habe ich halt die ersten 3, 4 Folgen geguckt und das war wirklich so größte Spaß seit Ewigkeiten, weil es genau mein Thema ist natürlich. Ja. Ne? So, meine Branche in Anführungsstrichen, oder so eine halbwegs meine Branche. Und wenn man halt die Filme kennt und sein ganzes Leben, das ist halt spannend, eine locker flockige, fast schon Abenteuergeschichte zu erleben, wie die es schaffen, diesen Film überhaupt auf die Gleise zu kriegen. So. Mir ist nur neben Miles Teller extrem negativ aufgefallen, etwas, was mir in den letzten paar Jahren häufig bei Serien oder neuen Serien aufgefallen ist, dass die für mein Gefühl ihr Budget in den ersten Shows, in den ersten 4, 5 Folgen verballern und dann hoffen, dass sie hinten irgendwie noch mit drumherum kommen. Und dann, wenn dann Folgendes passiert, wenn sie in der, ich weiß nicht, Folge 7, auf einmal geht's um Geld. Wie sollen wir das finanzieren? Reicht das, wenn wir so und so viele Leute haben? Ja. Reicht das, wenn wir jetzt nur diese Massenszene nicht so viele Massen haben? Ich so, Leute, redet ihr gerade Meta mit uns oder was? Weil genau das ist euer Problem in dieser Serie. Da gibt's irgendwie Giovanni Ribisi hier, der Gewerkschafts-Mafiosi oder wie auch immer. Joe Colombo. Joe Colombo, der spricht dann irgendwie vor seiner Gewerkschaft und so. Und dann hast du das Gefühl, ja, dann hatten sie 20 Leute am Set. Und hier stehen mal 20, da stehen mal 20 und dann baut das zusammen und dann. Und wenn du dann zum Finale kommst und du bist bei der Oscarverleihung und du siehst nichts von der Oscarverleihung, sondern nur einen roten Teppich im Close-up und irgendwen, der mal ein bisschen jubelt und dann stehen rechts und links 5 Fotografen, die mal ein bisschen blitzen und dann ist so eingeblendet, ein bisschen Freudeschreien von irgendwelchen Fans und dann betritt er quasi diesen Oscar-Raum, wo die Oscars verliehen werden und setzt sich da dazu und du siehst immer nur, du siehst nichts.
nichts von der Veranstaltung. Wo du merkst, so, jetzt haben sie wirklich überhaupt kein Geld mehr gehabt, um zumindest das Finale, oder das heißt zumindest, um das Finale dieses Films, nämlich die große Überraschung, wir haben es geschafft, den Film durchzudrücken, trotz aller Probleme, und am Ende kriegen wir den Riesenerfolg, und diese Pointe verbocken sie, weil sie einfach nicht mehr das Geld fürs Budget haben, in der wahren Welt für diese Serie. Obwohl ich nicht weiß, ne, weil ich gebe dir recht, ja, kann gut sein, ist dann aber natürlich ein sehr günstiger Pechfall, wenn das wirklich so ist, weil das ja im Film auch so thematisiert wird. Die Sizilien-Aufnahmen von The Godfather sind ja nun mal ein großes Thema in diesem Film, mhm, und wurden halt aufgrund von diversen Mauscheleien und Einsparungen und Verknappungen und so weiter, wurden da ja nochmal diese 26.000 Dollar rausgequetscht, damit sie nach Sizilien reisen können, um da die Szenen zu drehen. War das wirklich nur so ein Mini-Team? Offensichtlich. Ich war auch überrascht, wenn das stimmt, dass das halt wirklich dann so wenige waren, aber Hammer. Also das Endergebnis ist ja wirklich geil. Ja. Aber, was ich jetzt sagen möchte, vielleicht hat man da aber auch ein bisschen die Not zu Tugend gemacht. Denn es gibt diese Szene, eben von der ich schon gesprochen habe, Al Pacino muss da mit den Geschenken auf diesem Boardwalk entlang, also dem Bürgersteig entlang laufen und so weiter. Seine erste Szene quasi. Ja, und dann stehen da dieser Typ, der vom Studio abgestellt worden ist, und es tut mir leid, dass sie es so sagen im Film, aber die sagen tatsächlich Cutter. 70er, da sagte man noch Cutter. Ja. Der Cutter, der zuerst den Film schneiden sollte. Und er steht ja so daneben und sagt so, warum nehmen sie nicht alles close auf? Also er sagt ja wirklich, warum nehmen sie nicht alles close auf? So ist es doch viel aufwendiger und viel schwieriger. Das ist fast noch offensichtlicher dann, ne? Ja. Mhm. Und dann sagt er so, warum nehmen sie das nicht alles close auf? Tut mir leid, aber das kannst du nicht als Argument nehmen von wegen, ha, wir sind so smart, genauso machen wir es am Ende. Ja. Das sieht nicht, pass auf, wie du es verargumentierst oder verklausulierst, das ist, am Ende sitzt du da und siehst einen leeren Raum, der die Oscar-Verleihung sein soll. Ich fand auch, die haben sich da ein bisschen zu sehr drauf verlassen, dass alle wissen, was der Pate für ein Meisterwerk quasi geworden ist. Weil rüber kommt es in den letzten zwei Folgen nicht, wie krass der Impact dann ist. Wie du gesagt hast, die Oscar-Verleihung ist relativ erbärmlich eigentlich. Ja, also sieht visuell auch, zumindest. Also wenn die so ist, dann will ich da nicht hin. Zumal sie ja eigentlich auch noch, und das ist ein bisschen schade, ne, sie hätten ja noch ein echt größeres Fass aufmachen müssen mit der Native American Dame, die Damit machst du halt noch einen weiteren Handlungsstrang auf. Genau. Und den musst du auserzählen und erklären, was da los gewesen ist zu dem Zeitpunkt. Ja. Ey, wie gesagt, da steht dieser Cutter und sagt, ey, nimm's doch close. Und dann dann siehst du halt am Ende, dass diese Oscar-Verleihung sie wirklich close ist. So, ja. Und dann gibt's aber noch so ein, zwei andere Momente, wo es meiner Ansicht nach immer mal wieder ein bisschen mehr Meta wirkt oder Meta ist, als es vielleicht sein sollte oder halt dann doch vielleicht bewusst Meta ist. Die Szene, wenn hier Gordy Willis und Francis Ford Coppola sich in dem Büro von Don Corleone streiten über das Licht, weil Willis die ganze Zeit sagt, ey, die haben Markierungen und bis zu diesen Markierungen sollen sie halt gehen, dann sind sie im Licht. Mhm. Ja? Und er sagt halt, nee, die müssen sich bewegen können, die brauchen Freiraum und was weiß ich, die müssen spielen können und so weiter. Und dann kommt dieser Satz von wegen, ey, pass auf, ich versuch's dir so einfach wie möglich zu erklären. Wenn ein Schauspieler im Schatten steht, ist er dunkel und hat Schatten. Und wenn er im Licht steht, ist er hell und ist zu sehen. Und in dem Moment geht der Darsteller, der den Willis spielt, also den Kameramann, der halt sich darüber aufregt, dass das Licht so dunkel ist, ist halt in genau so einem Halbschatten zu sehen. So, also er ist halt, das sind Gags, die man halt bewusst. Genau, aber weiß ich nicht, wenn ich dann oder auch das erste, ich weiß nicht, Familienessen, sage ich jetzt mal. Wenn sie die Darsteller gefunden haben, alle Darsteller alle finden gehen, so ihren Ton miteinander. Genau. Das war eine schöne Idee. Fand ich eine super Idee. War das echt? Ich glaube, das haben sie gemacht. Ne? Das habe ich zum Beispiel, das ist etwas, was ich nachgelesen habe. Ich hoffe doch, dass sie das gemacht haben. Wo sie einfach mal in Character einfach zum Essen das erste Mal zusammenkommen und dann einfach reden und mal gucken, was da passiert. Und dann hat das ja teilweise ganz, sich ganz gut funktioniert. Und das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, ob das jetzt eine reale Szene ist, die es wirklich so gegeben hat und die sie jetzt aufgegriffen haben, oder ob das jetzt einfach wieder so ein Ding war, was halt so ein bisschen einfach über die Erzählebene hinausgeht. Also ich finde, da sind schon ein paar Szenen, die über die Erzählebene hinausgehen, aber halt auch nicht genug, meiner Ansicht nach. Also zum Beispiel nicht so offensichtlich wie bei Winning Time, ja, wo sie halt ständig die vierte Wand durchbrechen oder halt auch irgendwie auf, sag ich mal, andere Art und Weise versuchen, irgendwas, sag ich mal, lustig darzustellen oder irgendwie über den Kontext zu stellen. Und hier war das halt nicht so oft, aber es war halt schon ein paar Mal vorhanden, weswegen ich mich schon gefragt habe, ob das wirklich dann einfach eine Anspielung ist auf das, was sie zuvor gesagt haben. Oder vielleicht wirklich, ihr haut am Anfang euer Budget raus. Ja klar, du kriegst die Leute, so wie mich. Ich bin begeistert, die ersten vier Folgen. Dann gucke ich weiter. Weil man ist ja dann drin.
Ne? Und dann tut's auch nicht mal unbedingt so weh, dass Folge 6, 7 meinetwegen dann billig aussieht, weil du denkst, du kommt ja noch das Finale, aber dann kommt das Finale. Und um eine zweite Staffel mussten sie sich ja auch keine Sorgen machen. Das ist natürlich dann auch, spielt dann auch rein. Ne? Ja. Also, ja, was soll denn da in der zweiten Staffel kommen? Der El Ruddy ist, macht ja dann nicht mehr mit. Ach so, der ist nicht mehr im zweiten Teil. Nee, der macht beim zweiten Part gar nicht mehr mit. Der hat doch dann The Longest Yard gemacht. Genau. Ah. Das wird ja angedeutet in der letzten Folge irgendwie so, aber und dann war er. Aber ich fand, dass sie Burt Reynolds nicht wirklich gut gecastet haben. Ich war erstaunt. Aber ich fand die alle gut trotzdem. Also die sahen ja alle nicht 100% aus. Ich meine, Al Pacino sieht nicht aus wie Al Pacino. Ja, aber der hat geil gemacht. Der hat aber geil gemacht. Das sind auch so Metasachen, ne? Das erste Mal siehst du Pacino als Pacino in Anführungsstrichen, also quasi beim Gespräch mit Coppola. Und dann sitzt er da und du merkst, dann imitieren sie halt diese berühmten Einstellungen und das Licht, ne, wenn er da so sitzt, wie er es im Film ist. Das sind nette, lustige Ideen, finde ich so. Und darüber kommst du auch sympathisch rein und beginnst sie zu akzeptieren, genauso wie bei dem Paten himself. Also da denkst du echt so. Der ist aus Grey's Anatomy, ne? Der ist so gut da drin. Ja. Dieser Ippolito oder was? Der Partdarsteller, warte. Wie heißt er? Ja, Anthony Ippolito. Ja, ist das er? Ja, dieser Al Pacino-Typ. Nee. Ich rede von. Ach, der Marlon Brando. Der Marlon Brando. Ja, stimmt. Ja. Ja. Der müsste ganz gut sein, ja. Aber da haben sie es auch smart gemacht. Ja. Du siehst ihn auch erst nicht komplett, sondern erst nur so ansatzweise und hörst die Stimme und gewöhnst dich und merkst, die Körpersprache. Justin Chambers. Ja. Justin Chambers. Ja. Den fand ich gut. Ja. Ey, aber und ich fand auch den Al Pacino. Ich muss sagen, den fand ich auch super. Also der hat so diese ja, die Mimik und die Gesten und so. Das fand ich, hat er schon. Also schon manchmal kann sowas ja ein bisschen peinlich sein oder anbiedernd oder man denkt so, ah, guck mal, der versucht. Chris Pine hat nicht unbedingt versucht, wie William Shatner zu spielen in Star Trek, weißt du. Aber er hat es trotzdem, irgendwie hat er so einen Mittelweg gefunden, dass es nicht peinlich nur eine Verneigung ist, sondern er hat sich das zu eigen gemacht. Und so ähnlich haben die das hier auch gemacht. Ich finde, da gibt es kaum einen Ausfall. Also ich erinnere mich, wie gesagt, es ist 8 Monate her oder 7. Ja. Ich kann mich jetzt irgendwie an kaum Ausfall erinnern. Ich finde nur. Erzähl? Ich weiß nicht, ich hatte wirklich Probleme mit Giovanni Ribisi. Ja, voll. Also, der ist okay, komisch. Das unterschreibe ich. Da mache ich einen Haken. Der macht so komische Grimassen die ganze Zeit. Er wollte unbedingt. Und der redet komisch. Und ich meine, es sollte ja so wirklich auch auf Teufel komm raus die Don Vito-Vorlage irgendwie sein. Ne? Also, oder. Zumindest so die, weiß ich nicht, so eine Parallele irgendwie. Und ich meine, man sieht ja am Ende der Serie, sieht man ja das Originalbild von Joe Colombo. Und ich finde, Giovanni Ribisi haben sie wirklich gut hingekriegt. Also der sieht den tatsächlich mit, also ist einer der Darsteller, der seinem Original mit am ähnlichsten sieht, wenn man sich mal so die Vergleiche, mehr als Miles Teller. Miles Teller, ich meine, der hat ja keine Charakteristika, also optisch, wo du sagst, das ist der Dicke mit den langen Haaren oder so. Das ist halt der, der gut aussieht und immer einen guten Scheitel hat und immer smart ist. Ja, ich gebe dir recht, er ist ein bisschen zu glatt als Figur, aber. Bisschen zu glatt ist geil. Sag mir doch mal einen Haken. Sag mir doch mal einen Charakterfehler. Naja, er lässt sich mit der Mafia ein, ne? Das ist ein Charakterfehler. Er will seine Kunst. Naja, da gibt's ja zum Beispiel die Szene mit dem Typen, der das Haus dann doch nicht als Drehort geben will. Und er wird ja dann vor ihm quasi zusammengeschlagen oder sagen wir mal so dazu gebracht, genau, doch das Haus halt herzugeben dafür. Und da steht er nur daneben. Aber das ist auch das Einzige. Also, er wird trotzdem sehr, sehr gut dargestellt. Aber ich finde die Lichtgestalt El Ruddy, ja, finde ich, wird insofern doch ein bisschen ausgeglichen durch eben sehr viele Figuren, die halt mit dabei sind. Also hier Matthew Good als Robert Evans. Den liebe ich Robert Evans ist wirklich super. So viel Spaß macht. Ja, der macht so viel Spaß. Der reißt eigentlich die gesamte Szenerie jedes Mal an sich. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie der Mann heißt, der bei Dark Knight Rises den Typ, den Handlanger da gespielt hat, der hier den du meinst den Charlie Bludorn spielt. Ich hab's mir aufgeschrieben. Born Gorman, glaube ich. Born Gorman? Burn Gorman. Burn Gorman. Meine Notizen. Wer spielt der? Der spielt Charles Bludorn. Genau, der spielt den Chef von Gulf Western, also die Firma. Österreicher. Den Österreicher. Ja. Ah, der ist auch cool, ja. Ja, der ist halt, der ist Hammel. Cool. Ja. Ja. Aber das sind solche Businessmänner, die dann doch irgendwie so ein Gefühl, genauso kunstaffin dann sind und so. Und der dann da drin sitzt und du denkst, oh Gott, der findet das bestimmt alles scheiße, aber dann findet er das voll geil und so. Das sind halt die Szenen, wo du denkst, ach schön, ja, das ist einfach geil anzugucken. Ja. Was ich wirklich crazy finde, ist, dass Francis Ford Coppola für mich voll so, also entmystifiziert wird. Findest du? Ja. Weil, also für mich ist der mit Stanley Kubrick so
Also so ein Genie irgendwo, keine Ahnung. Und da ist er so richtig so, nee, also ohne Al Pacino mach ich's nicht. So, und oh nö, ich muss das da auf Sizilien drehen. Ich will in das Haus rein. Ja, aber er hatte doch recht. Ja, aber trotzdem, er ist so ein Kind irgendwie die ganze Zeit und hüpft da so lustig rum mit dem Puso und macht da die Spaghetti und so. Gut, aber da waren die aber auch noch alle frisch, ne? Ja, aber irgendwie. Muss man dazu sagen. Also die kam ja, weißt du, hat ja nicht viel vorzuweisen gehabt zu dem Zeitpunkt. Naja. Al Ruddy wird, wie gesagt, so als die Lichtgestalt, als der Typ. Und eigentlich für mich war Coppola eben dieser Künstler und so. Ich sehe das und auch ist eher so als Coppolas Baby so. Ja, schon, aber er ist da mehr oder weniger dieser. Ich meine, der wird ja von allem weggehalten so, damit er halt seine Kunst machen kann, klar. Aber das wirkt dann so ein bisschen dumm einfach. Okay, so. Den Eindruck hatte ich nicht von ihm, aber. Weil so mehr oder weniger. Coppola kommt und sagt Al Ruddy irgendwie so, ja, ich muss aber da nach Sizilien und so und weiß gar nicht, was Al Ruddy alles macht quasi, weiß überhaupt nicht, wie viel Mafiosis da am Set sind quasi, um seinen blöden Film da zu machen und dann checkt überhaupt nicht, was... Inklusive Lou Ferrigno. Genau, weiß überhaupt nicht, was abgeht am Set quasi und das fand ich so ein bisschen entmystifizierend dafür, dass für mich eben Coppola gar so eine Lichtgestalt... Aber ich fand es eher sympathisch, dass er das ganz klar gesagt wird, sowohl von Puso, dass die eigentlich das mehr oder weniger aus Druck heraus gemacht haben. Ne? So Puso, ja, oh, jetzt muss ich halt den blöden Gangster auch Schwachsinn schreiben. Ja gut, aber das Geld muss sein und so. Also auch diese Vorgeschichte, warum das Geld ist, auch alles nicht so hundertprozentig, aber egal. Aber er sagt selbst, er hatte Schulden gehabt. Ja, aber nicht so hier, gib mir mal das Geld wieder. Ja. Ne? Aber es kommt natürlich in der Serie besser rüber. Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Ich muss sagen, ja, diese Trotzigkeit, okay, hat vielleicht ein bisschen was Kindliches. Ja, voll, ja. So ist ein bisschen halt. Ja, schon. Ich will das aber. Ja, es ist aber gut, so ein richtig... ich kann das nicht erklären, aber ich weiß, dass es viel besser ist. Und ich, alle verstehe das. Ich verstehe das ja auch, dass man so ist, so. Aber das hat irgendwie diesen ganzen... Weiß ich nicht, ich habe gedacht, das ist halt so, aber vielleicht habe ich den zu sehr damit Kubrick, der da einfach so ein Tyrann quasi ist. Auf der anderen Seite. Viel mächtiger. Einfach. Auf der anderen Seite fand ich es dann aber schön, dann immer wieder so Momente auch zu sehen oder zu bekommen, wie zum Beispiel Luca Brasi muss seinen Text lernen. Oh, super, ja. Ja. Mhm. Und dann machen genau, sie halt. Haben sie das heimlich aufgenommen? Oder? Nee, da sagt er, wir machen das einfach im Film. Dass er dann halt da steht und sich seinen Text da irgendwie super ein. Idee. Das ist eine gute Idee. Oder halt Brando sitzt mit der Katze da. Irgendwas hat's. Ja, komm, lassen wir einfach da. Lassen wir die Katze. Weil das sind auch immer wieder so Kleinigkeiten, wo ich denke, so, das klingt fast schon zu gut. Das ist wie gemacht für eine Serie. Mhm. Aber ich so, stimmt das jetzt alles? Aber ist es nicht? Also, ich meine, du hast auch schon genug Sachen geschnitten, gesehen, die irgendwie beim Dreh entstanden sind und die waren ein Zufall. Die waren halt irgendwie. Ganz oft. Ja, also, das ist, ich meine, wir haben Gary Oldman. Bring me everyone! Ja, also, ich meine, das hat er gemacht, weil er halt Luc Besson auf den Sack gehen wollte oder beziehungsweise halt keinen Bock mehr hatte, dieses Everyone zum 15.000. Mal wieder zu wiederholen. Ja. Und deswegen hat er einfach mal geschrieben. So. Ja, und Besson sagt, ja, nimm ich ran. Moment. Ja. Morricone sagt Brian De Palma, ey, pass auf, hier hast du 7 Stücke, bitte nimm nicht Nummer 6. Und was passiert? Er nimmt Nummer 6. Ja, also, das ist so. Und plötzlich hast du halt ein geiles Stück in The Untouchables drin. So. Also, ich glaube schon, dass das irgendwie wirklich diese Momente sind, wo wir immer denken, ja, das kann doch eigentlich nicht sein, aber im Endeffekt war es dann vielleicht doch so. Ja? Ja, also ich weiß es nicht mehr, wie gesagt, ich habe das damals alles nachgelesen, aber ich war positiv überrascht, dass vieles von dem, von dem ich dachte, das ist bestimmt jetzt ein bisschen hingebogen, damit das besser zur Geschichte passt und so und in den Flow, war ich hin und wieder echt überrascht, dass ich dachte, oh, stimmt doch. Ja. So ist das gewesen damals. Oh. Ja, obwohl, ne, also ich habe einen Artikel gefunden von einem Mann namens, Moment, Peter, wo ist es? Mann, Peter Barth. Peter Barth war zum Zeitpunkt des Films Vice President bei Paramount Pictures unter Herrn Evans. Mhm. Ja. Und der hat einen Artikel jetzt geschrieben über eben, das ist, wenn ich es jetzt richtig verstehe, ist das dieser
unscheinbare Schwarzhaarige mit der Brille, der Evan Stark. Und wer da? Der ist nicht dabei. Den sieht man auch nicht so oft. So eine Brille und der ist dann mit dem Colin Hanks Charakter irgendwie mal im Büro und sagt dem dann so, nein, das. Ach, der ihm gut zuredet, der mit ihm arbeitet. Richtig, genau. Ja. Das ist wohl, wenn ich es richtig verstanden, Peter Barth, den dankt Bob Peters auch noch am Ende, Bob Evans am Ende auch noch mal dafür, dass er halt einfach den Roman überhaupt erst ins Büro reingebracht hat und so weiter und so drauf beharrt hat, dass man das irgendwie machen sollte. Und der sagt halt so, ja, seine Erinnerungen hat er jetzt mal abgeglichen mit eben von denen von Evans, von Coppola und noch diversen Aufnahmeleitern und so. Er sagt halt schon, es ist alles ein bisschen hier, was Ruddy sich dafür, also um es mal so genau zu zitieren, Ruddy hat sich wohl so seine eigene Insel geschaffen, auf der er. Das ist seine Blase, in der wir dieses Abenteuer erleben, miterleben, vermute ich mal, ja. Aber auf der anderen Seite ist doch okay. Ich finde es auch sehr okay. Ich hätte damit überhaupt kein Problem. Du weißt, ich bin immer sehr schwierig, weil ich denke so, wow, das ist eine wahre Geschichte? So ist das wirklich geschehen? Das hat bei mir sofort einen anderen Wert. Ja? Weil ich denke so, Wahnsinn, was ist für verrückten Kram in der wahren Welt gibt. Mich begeistert sowas. Und deswegen ist man immer ein bisschen enttäuscht, wenn man denkt, war doch nicht ganz so, war nicht ganz so wild oder so verrückt oder so ausgefallen oder sonst irgendwas. Aber ich muss sagen, ich hatte damit über weite Strecken ziemlich viel Spaß. Ich auch. Und zum Ende kam dann trotzdem die große Enttäuschung. Große Enttäuschung? Ja, ich war richtig genervt die letzten zwei Folgen, glaube ich. Aufgrund von was? Der Qualität der letzten Folgen. Aber jetzt nur, was das Budget, den Aufwand und die Ausstattung und sowas angeht, oder was? Ich weiß nicht, ich fand das nicht mehr überzeugend einfach. Was da produziert wurde, also für diese Serie, was da Folge 9 oder 10 war, das war einfach. Es passte nicht zum Anfang so. Ja, also es war wirklich am Anfang, hast du wirklich großes Kino und ganz viel Unterhaltung, ganz viel Spaß, ganz viele tolle Leute, tolle Ideen und so. Und dann am Ende sieht das alles aus wie, Gesamtschule. Und ich fand den Wahrheitsgehalt auf jeden Fall, hat mir gereicht. So. Also, ich habe da ein bisschen was mitgenommen, dass jetzt nicht alles hundertprozentig so stimmt und dass da vielleicht jetzt nicht die Waffe an den Kopf gehalten wurde bei Mario Puzo, damit er da irgendwie der Pate schreibt. Darüber kann ich hinwegsehen so. Auch diese paar Romanzen, die es da gab. Weiß ich nicht, ob es die so gab oder nicht. Ja, also es ist ja so, dass der Juno Temple-Charakter da so mit dem Blue Dawn irgendwie so anbandelt oder Blue Dawn so sehr auf sie steht anscheinend. Oder dass Juno Temple dann was mit einem Mafioso eventuell anfängt oder das wird so angedeutet irgendwie. Ob das jetzt stimmt oder nicht, darüber kann ich hinwegschauen. Ja. Ich habe gelernt, dass es diese Italian Defense League oder was auch immer gibt und dass die wirklich Joe Colombo gegründet hat, weil er wollte, dass Italiener nicht mit der Mafia dauernd in Verbindung gebracht und er war Mafiosi. Also das war mir Fun Fact genug. Oder Frank Sinatra. Ja, die Geschichte. Und Frank Sinatra, sieht überhaupt nicht aus wie Frank Sinatra. Nee, gar nicht. Und spricht auch nicht, aber trotzdem, nach zwei Minuten bist du da irgendwie drin. Du merkst, okay, das ist halt, so hat der damals geredet, so war der damals drauf und das glaube ich irgendwie auch. Wobei da auch, was die Serie erzählt und was zum Beispiel auch bei Wikipedia steht, geht es ja auch ein bisschen auseinander, weil es hieß, dass Frank Sinatra hätte wohl für die Rolle von Vito Corleone vorgesprochen und wurde halt abgelehnt und wäre deswegen sauer gewesen, hätte deswegen diese Kampagne gegen den Film gestartet. Hier in der Serie wird es ja so gemacht, dass die Freundin von Ruddy den Vorschlag gemacht hat, ihn doch mal zu casten, beziehungsweise ihn doch als Don Vito einzusetzen, woraufhin irgendwie alle abwinken und so. Also weiß man auch nicht so genau, was da jetzt wirklich die richtige Überlieferung ist. Dieser Peter Barth meint halt auch, dass, die Wise Guys waren gar nicht so gegen den Film. Ja, also beziehungsweise diese Italiener. Während oder nach der Produktion? Während der Produktion. Weil er sagte, und beziehungsweise er stützt sich da auch auf die Aussagen oder halt die Erfahrung von diesem Pileggi, der hier Goodfellas geschrieben hat und auch das Buch Wise Guys, der sagte halt, dass da schon ein paar wichtige Wise Guys ab und zu beim Dreh dabei waren und die fanden das alle geil. Ja, also die wollten, dass der Pate entsteht. Mhm. Die haben da sich nie so gegen gewehrt, wie es jetzt vielleicht in der Serie, sag ich mal, der Widerstand, der in der Serie gezeigt wird, so, also dass der so groß war. Also da waren schon genug am Vorort und die fanden das cool. Ja, die waren am Set bestimmt mitspielen. Dann bestimmt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass am Anfang. Vorab. Oder es gab ja auch diesen. Gegen das Buch und so. Die mussten ja Mafia rausstreichen und Cosa Nostra, glaube ich, und so. Und waren ja zum Glück nur zwei Wörter, ne? Naja, schon. Das ist auch super. Wir nehmen jedes Mal Cosa Nostra und Mafia raus. Wie oft ist es dann drin? Einmal? Zweimal? Ja, gut. Ja.
und fertig, kein Problem. Vor allem, wieder machen, wie lustig oder beziehungsweise, also wie lustig Francis Ford Coppola das findet, beziehungsweise wie sehr er darüber lachen muss. Oh ja, wir haben es eh nur einmal drin. So. Ja, ja, voll, ja. Coole, ja, Szene. Voll, ja. Coole Szene. Ja. Aber ich finde noch eine Sache, würde ich gerne noch mal kurz thematisieren, weil die fand ich dann irgendwann doch auch noch mal wichtig, gerade in Bezug auf so viele Filme, die wir jetzt gerade auch aktuell im Kino zu sehen kriegen und gesehen haben oder beziehungsweise dieser Trend von bestimmten Regisseuren. Wir haben auf Netflix Bardo, wir haben Armageddon Time von dem James Gray, wir haben die Fabelmans von Steven Spielberg, wir haben Empire of Light von Sam Mendes und keine Ahnung, was da jetzt noch in letzter Zeit, und Babylon zum Beispiel wäre ja auch nochmal so ein Beispiel, ne? Also dieses Leute reflektieren, wie Kunst entstanden ist und so weiter und so fort. Und wir erleben ja auch eine sehr, wie soll man sagen, schwierige Phase für Herrn Evans, ja, und der sich dann da irgendwie in seinem Screening-Room irgendwie mit Koks und Kippen und Alkohol irgendwie verbarrikadiert. Und ich fand's ein bisschen schade, da unterhalten sich Evans und Ruddy darüber, was sie für Leute sind. Und dass es zwar schlimm ist, dass die Frauen weglaufen oder keine Beziehung hält oder man irgendwie halt alles, naja, unterordnet so. Aber irgendwie wurde mir dieser Punkt von wegen, ja, das Opfern für die Kunst, das wurde mir irgendwie nicht so sehr oder so stark irgendwie ausgearbeitet, dass es hier irgendwie, sag ich mal, ja, wirklich ein Gewicht hat oder irgendwie einen Eindruck hinterlässt. Also vor allem, wenn man halt sieht, wen die Leute von sich stoßen, über welche so gesehen sprichwörtlichen Leichen sie gehen oder welche Kompromisse sie bereit sind einzugehen, um halt eben diesen Film entstehen zu lassen. Und das finde ich halt immer die Gefahr bei solchen Rekapitulationen, dass man das halt eben aus der Perspektive halt eben macht, von wegen, wir wissen ja, dass es ein Erfolg war. Hm. Ja, das fand ich zum Beispiel bei Disaster Artist ein bisschen spannender, weil da wussten wir, dass es eigentlich kein Erfolg ist oder beziehungsweise, dass ein schlechter Film bei rauskommt, der aber trotzdem irgendwie ziemlich viele Menschen erfreut hat, bespaßt hat, glücklich gemacht hat. Aber da ist es was anderes. Und hier ist es wieder dieses typische Beispiel so, das hat schon alles seine Richtigkeit. Und ich finde, da kommen die mir alle irgendwie am Ende ein bisschen zu, würde ich sagen, glimpflich, aber ein bisschen, ja, zu gut bei weg, oder? Ja, es ist so ein Hollywood-Ende. Also, ja. Ja, voll. Würde ich unterschreiben. Ich finde also nicht, dass da irgendwie, es geht viel darum, wie viel, also ums Business, finde ich. Es geht viel mehr ums Business als um die Kunst. Weil eben die Kunst alles in diesem Francis Ford Coppola-Charakter geparkt ist und der abgeschirmt wird von allem anderen und der soll machen und so. Und wie, ich zeig dir jetzt, welche Strings ich pullen muss, damit er seine Kunst machen kann, aber so viel wird auf ihn ja gar nicht eingegangen. Also, Also es gibt ein paar Momente, gerade zu Anfang, wenn sie, glaube ich, das Buch adaptieren, wo du merkst, so die Funken sprühende Ideen und die befruchten sich gegenseitig und so, machen das, die machen das, oh das. Und sowas kennt man, ne? Wenn man plötzlich so ein Moment entsteht, wo alle ausflippen und die Kreativität übersprudelt. Das stimmt, aber ich gebe dir recht, das andere waren eher so eher organisatorische Probleme, die es zu lösen gilt und so. Trotzdem fand ich immer so, alle 20 Minuten hatte ich einen netten Insider, von dem ich nicht sicher war, war der jetzt nur für mich, weil den niemand versteht, oder war das für alle Zuschauer gedacht? Ja, vor allem achtet mal drauf, wenn ihr die Serie sehen solltet, wer da bei Francis Ford Coppola im Haus zu Gast ist. Ein junger Mann namens George. Ah, hilf mir mal. Hat so einen Film gemacht, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ach so, der ist da, echt? Ist Georgie Boy da drin? Ja. Sieht es auch so aus mit Bart und so, oder was? Ja, ein bisschen. Also ich meine, man kann es. Ist mir nicht aufgefallen? Man kann es ableiten. So. Okay. Ja. Ja. Aber alles passt in allem. Ja, das war ja die Gang damals. Das war ja genau die Gang. Genau die Zeit. Ich meine, genau, er sagt ja auch noch irgendwann mal, ich gehe jetzt zu Scorsese, um die Eltern irgendwie aufzunehmen, damit die irgendwie so ein bisschen die Sprache verinnerlichen können, die halt bei den Italienern gesprochen wird. Also, und vielleicht war das sogar das Take. Das ist bestimmt. Diese kurze Doku, American Italians in New York oder so, wo er seine Eltern interviewt und seine Mutter, wie seine Mutter halt nun mal so ist, erzählt ein bisschen was. Vielleicht war das das. Ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass das ist. Weil das, ich habe mich immer gefragt, wozu macht er das? Ist es spannend, das ist interessant. Das hat er ja auch mit seinen Freunden damals gemacht, Scorsese. Da ist dieser Verrückte dabei, der... Ja, der wirkliche, der Harvey Keitel allerdings, ne? Naja, der in Taxi Driver, ich habe seinen Namen vergessen, dem Hauptdarsteller, die... Waffen verkauft. Die Waffen verkauft. Ja. Das ist ein Freund von Scorsese gewesen, der ist völlig... Und den interviewt er auch. Und den, der ist auf jetzt YouTube. Kannst du dir angucken. Der erzählt Geschichten. Da denkst du echt so, das, und da merkst du, wie gut Scorsese ist. Er so, ah,
Das sind geile Geschichten. Ich stell einfach nur die Kamera auf und lass ihn erzählen und stell ihm ein paar Fragen. Und es ist so viel, was der erzählt, hast du im Film gesehen. Mhm. Also der spielt war sich selber im Film, ja. Der war eine richtige Quelle der Inspiration für diverse, sag ich mal, kurze Momente, Szenen oder irgendwelche Geschichten, die halt irgendwo erzählt werden. Ja, aber würdet ihr trotzdem sagen, empfehlenswert, guckt's euch an oder gibt's Einschränkungen? Also Leute, die der Pate mögen, Leute, die Mad Men mögen, habe ich mir gedacht, weil es hat irgendwie erfolgreiche Typen in Anzügen. So. Und so ein bisschen halt Narcos, irgendwie Mafia, irgendwie, du kannst ein bisschen googeln, stimmt es nicht und so. Ja, könnten auf jeden Fall da mit, können da mit was anfangen, meiner Meinung nach. Ja. Ja. Und ich mochte echt den Cast. Da spielen so viele coole Leute mit. Ja. Da spielt auch irgendwie der Jackie Aprile von Sopranos mit. Der hat so eine kleine Rolle, habe ich gesehen. Juno Temple ist super. Die spielt basically dieselbe Rolle, wie sie auch in Vinyl spielt. Sie spielt immer die gleiche Rolle. Ja, voll. Aber das kann sie. Also ein bisschen Ted Lasso musste ich auch drin sehen, ne? Voll, genau. Die weiß einfach, wie sie gut ankommt, beziehungsweise wie das Publikum sie mag und darauf. Das hat doch irgendwer gerade im Interview mitgeteilt. Irgendwer hat DiCaprio interviewt vor ein paar Wochen. Und DiCaprio hätte ihr gesagt, wie war das? Es gibt zwei Arten von Acting. Passive und Active Acting oder so. Das eine Mal spielst du dich selbst. Mhm. Du weißt, wie du bist, du weißt, wie du tickst und wie du denkst. Und dann stellst du das dar. Und das andere halt Active Acting oder so. Ist halt wirklich komplett andere Person, komplett andere Art zu sprechen, Körpersprache und so. Das fand ich ganz interessant, dass es dafür Begriffe gibt. Aber ich nagelt mich nicht auf dieses Active Passive fest. Haben wir ja nochmal schon mal davon gehört, irgendwie? Dass, also nicht von dem, dass es dafür Begrifflichkeiten für zwei Arten von Schauspiel gibt. Das eine völlig frei und das andere alles basierend auf dem eigenen Charakter, fand ich ganz spannend. Hm. Ja, gut. Also es gibt ja auch Leute, ich würde sagen, The Rock. Spielt auch immer das Gleiche. Genau. Spielt halt das ab, was er kann. Mhm. Und naja, dass dann die Szene halt, ne? Dave Bautista macht das nicht. Das stimmt. Der macht grundsätzlich ganz verschiedene Sachen. Aber dann ist halt da diese Szene bei Brando zu Hause, wo sie dann alle auf der Couch sitzen und er das erste Mal sich hier diese Taschentücher in den Mundwinkel reinballert und alle plötzlich sagen, Alter. Oh. Ach ja, die haben ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geglaubt, dass das überhaupt funktioniert. Die hätten die gern gehabt, aber ja, das macht Spaß. Also ich wollte das unterstreichen. Ich wollte nur sagen, ich habe über weite Strecken damit echt Spaß. Erst recht, wenn man die Serien, die Filme kennt, erst recht, wenn man die Serie liebt und ganzes Leben schon geguckt hat. Diese ganzen Info, die Snippets, die, wie gesagt, hier, das ist eigentlich ausschlaggebend. Da drehen sie gerade diese Schlägerei, ne? Wenn Sunny den Ehemann von Talia Shire zusammenschlägt und er freut sich, weil er gerade, was ich gesehen habe, dass er den Knüppel aufgenommen hat und sie hassen den Schauspieler alle. Das macht Spaß, das macht einfach Spaß, aber man muss einfach ein bisschen darauf vorbereitet sein, dass es zum Ende ziemlich qualitativ abflacht. Oder halt nicht hundertprozentig der Wahrheit entspricht. Nee, da bin ich mittlerweile entspannt mit, muss ich sagen. Also ich habe Freude daran, zum Beispiel einen Podcast zu lesen oder zu hören von irgendwelchen Leuten und die erzählen irgendwelche Geschichten. Ich so, wollen wir mal gucken, was da dran ist. Weil jeder hat irgendwas und ihr wisst das von mir, ne? Jeder hat so Sachen in Erinnerung und ob die dann 100% so waren oder nicht, ist was anderes. Ich habe Spaß darin, mich dann in Themen voll reinzulesen. Als Anreiz. So, als Anreiz. Das nehme ich nicht so, die Information ist jetzt fertig. Genau. Super, das nehme ich jetzt. Das wird hier eigentlich, kommt ein Haken drauf, kommt in die Schublade. Das ist jetzt der Fakt, ich meine, so funktioniert das nicht. Ja, also deswegen, ich bin auch dabei, das ist eine schöne, unterhaltsame Serie, gerade der Cast macht auf jeden Fall Spaß. Ich muss sagen, okay, vielleicht die Oscar-Verleihung ist nicht die beste Ausstattung oder überzeugendste Ausstattung. Und damit ist das Ende des Films. Ja, aber davor war genug, was halt, sag ich mal, doch einiges rechtfertigt und was bei Laune hält so. Und gerade für Matthew Good und für die Darsteller und für gewisse andere Szenen und Momente, Dan Vogler und Puzo und so weiter, ist es ein Blick wert. Es ist einfach total Spaß. Gerade wenn das alles neu ist und die ganzen Personen reinkommen und du die dann alle erkennst, Folge für Folge, wer das sein soll. Das ist ja auch nicht offensichtlich. Nur die Figur von Colin Hanks, da muss ich auch sagen, da habe ich nicht ganz verstanden, was sie damit wollten. Weil, oder was die Figur wollte. Ja, genau, also weil das Ding ist, du hast diese Figur und sie ist 8 Folgen lang ein Arschloch.
Ja. Ja. Und plötzlich wird sie dann halt irgendwie halbwegs cool. Ja, ja. Voll. Und du sollst dann irgendwie, so ein bisschen. Ja, und dann sollst du plötzlich wieder mit ihr irgendwie gut sein, so, wo ich mir denke, nein, der Typ war halt einfach, der hat einfach keine Ahnung. So, ja. Ja. Aber dass er selbst halt noch einsieht, dass er keine Ahnung hat, ja, das macht ihn einen Tick sympathischer. Und da kommt der Satz auch geiler als im Film, dieses It's Business. Ja. Fand ich da richtig gut. Mhm. Ja. Hat mir besser gefallen als im Pate, sorry. So. Sorry. Moment, in der Synchronversion? Nee, beides okay. Original, ja. Du findest der Pate nicht so? Doch, mega. Aber dieses Zitat, it's nothing personal, it's business. Ja. Das fand ich da in der Serie, fand ich's ein bisschen besser. Okay. So, aber wo wir das Thema Anreiz schon hatten, ne? Als Anreiz eben, sich mal vielleicht die Pate-Filme anzuschauen, falls man das noch nicht gesehen hat, ist The Offer auf jeden Fall gut. Aber wir wollen auch noch ein paar Anreize schaffen. Unter anderem haben wir ja über die Oscars gesprochen. Wir werden auf jeden Fall wieder die Oscars begleiten. Vielleicht bist du ja auch vielleicht mit dabei. Dabei. Okay. Ja. Mhm. Was mit dir? Ich schaue nur Serien. Ach. Ich schaue nicht so viele Filme. Oh, ich schaue wirklich nur Serien. Würdest du sagen, dass du mittlerweile einer von den Personen bist, die nicht mehr lange Aufmerksamkeit, oder was? Ja, nicht Aufmerksamkeitsspanne, aber einfach nur sagen, ich habe keine Lust auf zwei Stunden, zweieinhalb Nee, Stunden gar nicht. Ich fühle mich viel wohler mit 45 Minuten. Nö, aber wenn ich alleine bin, dann schaue ich Serien und keine Filme. Okay. Filme schaue ich gerne in Gesellschaft. So. Ich habe so viel angefangen, alles doof gefunden. letztens Serienmäßig. Ja, ja. Ja, das ist bei mir, aber das ist halt dann auch leichter, finde ich, den Ausstieg aus einer Serie zu schaffen, als aus einem Film. Ja, ich gebe zwei Folgen eine Chance, maximal, aber dann echt? Mich zwei Folgen? Also ich sage immer drei. Also drei ist bei mir so. Ja, aber da reden wir im Zweifel über drei Stunden. Und das ist doch nicht antesten. Oh. Bei einer 10-Stunden-Serie? Weiß nicht. Die Geduld habe ich nicht mehr. Gut, vielleicht hast du Geduld für das, was wir euch jetzt noch präsentieren wollen, denn es gibt nicht nur The Offer auf Paramount Plus, sondern es gibt auch eine neue Serie. A Thin Line heißt sie und dazu haben wir hier mal einen kleinen Trailer. Ich will nicht, dass es kein sauberes Wasser mehr gibt und dass die Luft uns krank macht. Ich will keinen Krieg um Essen und Trinkwasser und dass wir an Hitze oder Überschwemmungen sterben. Aber wenn wir nichts machen, dann gibt es kein Zurück. Meine Schwester und ich, wir sind Climate Leaks. Die 100 größten Klimasünder Deutschlands. Wir brechen heute Abend mit deiner Hilfe ins Verkehrsministerium ein. Wir wollen rausfinden, wer hinter Climate Leaks steckt. Die ermitteln gegen uns. Ihr seid Climate Leaks. Dein Aktivismus ist viel zu langsam, merkst du das nicht? Doch. Tick, tack, boom. Während wir hier sitzen, verlieren Millionen von Menschen ihr Zuhause. Gehörst du zu denen? Wenn ich ja sage, was machst du dann? Ich muss den Fall abgeben. Das sind meine Patenkinder. Wir müssen so laut werden, dass uns niemand mehr überhören kann. Was habt ihr vor? Stellt euch vor, alle Arschlöcher würden Schiss kriegen, weil wir uns von denen umbringen. Deine Schwester vertraut dir. Wir brauchen Zugriff auf die Sicherheitspläne. Wir brauchen Zugriff auf deine Schwester. Sie müssen mit uns zusammenarbeiten. Wenn sie es nicht tun, dann sterben wir gleich ganz viele Menschen. Wir können jetzt nicht mehr zurück, ist dir das klar? Ich war über Jahre auf jeder Demo. Aber irgendwann checkt man halt, dass das alles eh nichts bringt. Es wird immer Opfer geben! Was? Wenn du das noch nicht kapiert hast, dann geh! Ich mach Hex und spring Sachen in die Luft. Hast du doch gesehen. Und das hältst du für richtig? Was wir machen, ist Notwehr. Vertraust du ihr? Vini, du musst es nicht machen. Doch, ich muss es machen, weil sonst keiner macht. Na, das sieht doch top aktuell aus, würde ich mal sagen. Ja, also vom Aktualitätsgehalt ist das schon echt ziemlich gut. Also nur mal kurz, falls man das jetzt nicht also aus dem Trailer hat richtig verstanden hat. Es geht hier um diese beiden Schwestern, Anna und Benny, die Klimaaktivisten sind. Und sie, also Anna, ist wohl eine ziemlich gute Hackerin, während Benny halt ziemlich gut Leute manipulieren kann. Und die hacken sich aber halt einmal in die falsche Geschichte ein, beziehungsweise schaffen sie es, im Verkehrsministerium einen Skandal aufzudecken und werden jetzt halt plötzlich gejagt oder werden sogar inhaftiert. Also Anna kommt in den Knast, während Benny halt entkommen kann und sich dann halt diesen Öko, so wird es auch in der Inhaltsangabe gesagt, Öko-Terroristen anschließt, die eigentlich nur Interesse daran haben, an Anna ranzukommen, weil sie mit ihr halt gewisse Dinge hacken wollen. Und während Benny jetzt halt eben
versucht, bei diesen Terroristen oder bei diesen Aktivisten ihre Schwester aus dem Knast zu kriegen, versucht halt die Schwester parallel dazu wohl ihre Schwester, sag ich mal, die Strafakte zu tilgen oder in dem Sinne. Die erste Folge gibt es bei YouTube, bei dem Kanal paramountplus.de, so wird er geschrieben, kann man sich die erste Folge anschauen. Und der Grund, weswegen wir das, sag ich mal, hier zeigen oder erzählen, ist einfach der, falls ihr das euch anschaut, falls ihr jetzt Bock habt auf The Offer, könnt ihr ein Jahresabo von Paramount Plus mit uns gewinnen. Die Adresse für das Gewinnspiel findet ihr in der Beschreibung unter dem Video, genauso wie halt, wo die Folge zu finden ist. Wie gesagt, die erste Folge kann man sich angucken, wenn ihr Bock habt. Auf Paramount Plus ist der Rest. Jahresabo. Und ein Jahresabo könnt ihr halt, wie gesagt, gewinnen. Einfach auf den Link klicken und dann mit ein bisschen Glück, ja, könnt ihr vielleicht eben sowohl das als auch die Offer, als auch sämtliche Freitag der 13. Filme, also zumindest eine Menge Freitag der 13. Filme, alle Mission Impossible Teile. Haben die auch Klassiker da drauf? Also ja, die haben schon. Rosemary's Baby und sowas? Ich meine ja. Ich hab mich einmal so ein bisschen grob durch das Filmangebot von Paramount Plus durchgeskippt so und ich finde, die haben schon. Die haben jetzt auch Deadwood, Twin Peaks, 3 Staffeln Yellowstone. Stimmt. 1883. 3 Staffeln Yellowstone, ja. Plus noch für Familien, Paw Patrol und all so ein Kram. Also, ich finde das Grundangebot von Paramount Plus nicht verkehrt. Ja, muss ich auch sagen. Ja? Da ist schon ein bisschen was dabei. Ja, so. Das war's von unserer Seite. Vielen Dank, Leo. Vielen Dank, Andi. Wir sehen uns ja spätestens nächste Woche, glaube ich. Ne? Ich glaube, sehen wir uns nicht Donnerstag? Nee, ich glaube, nächsten Donnerstag. Nächsten Donnerstag. Da reden wir dann über The Mandalorian und über Tar. Okay. Ja. Das klingt doch gut. Ach, Tar reden wir auch noch mal. Ja, ja. Guck mir den vielleicht noch mal an. Ja, der kommt ja nächste Woche im Kino. 11 Uhr, ne? Ich denke 12. Nee, ich meinte nächste Woche. Ich glaube, ja. Ich glaube später. Na gut, können wir noch mal quatschen. Genau. Können wir noch mal quatschen. Ansonsten, ja, quatscht uns gerne was in die Kommentare, beziehungsweise postet uns gerne was in die Kommentare. Welcher Pate-Teil ist euer Lieblingsteil? Und falls ihr schon gesehen habt, wie hat euch die Offer gefallen? Und ansonsten viel Glück beim Gewinnspiel und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/badabinge.